Ich schwöre dir, ne? Hallo. Der nächste Twingo-Fahrer, der auf meiner Spur mir entgegenkommt, ist fick den mit meinem Auto weg. Der nächste, der irgendwie Scheiße parkt, ist nimm den mit, es ist mir scheißegal, wer das ist. Was? Es hat die Schnauze voll. Oh du Scheiße. Kann doch nicht sein, dass ich jede scheiß Runde wegen irgendeinem scheiß Idioten immer 158 Dollar und ein paar Zerquetschte verliere. Mein Freund, du musst verlangsamen oder fahr weg. Fahr andere weg. Andere das weg. Auto, das steht bei mir, da hinten, jetzt gleich steige ich ein und flieg wieder bis nach Kavala und muss wieder einen Werkzeugkasten kaufen. Und ist so langsamer fahren, wo ich parke? Also ich soll dachte, ich beim Sammeln rückwärts fahren oder was? Ja, nee, park halt nicht im Feld. Park so wie ich. Bei mir passiert nicht. Wobei doch mein Auto auch gerade geflogen. Mein Auto stand da doch auch gerade. Nur ein bisschen weiter hinten. Echt? Ja, klar. Jetzt habe ich es doch wieder umgepackt. Und pass ah, auf, stimmt, jetzt fährt stimmt. Mir Isabel gleich rein. Nein, Isabel fährt gut. Es parkt demnächst ja ganz hinten am Wasser. Und es macht direkt Kürbis sammeln zu Fuß. Du musst halt ein. Warum kommst du nicht mit deinem XLS? Weil da Kaffee drin ist. Ach so. Und jetzt Kaffee machen ist scheiße. Oder verkaufst du den Scheiß okay, weiter? Ja, das stimmt. Oh ne, da ist der Idiot. Welcher Idiot? Der mit den grünen Sachen. Ich mach selber. Achso, ja, ich mag den auch. Du könntest auch verkaufen, Mann. Dreh das irgendwelche Patzlatze an, die hier mit Nacki da rumlaufen, Mann. Der erinnert mich an dich, aber so in dummen Version. Weißt du? Nein! Ja. Oh, Scheiße. Willst du ein bisschen, willst du ein bisschen Weißes haben? Bisschen was? Muss, hier einer Weißes! Oder so. Ja, ich kann was nicht fahren, Weißes? Mann, komm mit, Mann. Zum Ziehen! Bist du das mit dem anderen Hut? Zum ich bin Ziehen. W, ja? Okay. Zum Ziehen mit der Nase! Entschuldigung, das die ist Isabel, sowas darf macht sowas man nicht. Ist. Ja. Wieso nicht? Du hast mir gesagt, Vertreter sind irgendwelche Partyslots. Sowas macht man aber nicht. Ach so. Ja. Okay. Dann nehme ich das selber. Wer macht das nicht? Ne, egal, lass den machen. Scheißegal. Der hat seine Eltern, weißt du. Oh. Und wir sind deine Eltern. Okay. Ja. Und Philipp ist dein Bruder. Hilfe! 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 Philipp? Ja? Darf ich den hauen? Ja. Hä? Warum du? Nein, Hilfe. Ich finde das nicht okay, ja? Was? Was denn? Ich habe nichts gemacht. Ich bin nette Mensch. Ich hab gesagt. Ach so, stimmt, du hast auch gesagt. Wenn ich das noch einmal höre, Scheiße. Ich dann werde ich böse. Jetzt darf ich das einmal hauen. Aber ich sterbe dann. Dann rufen wir einen Mediziner, der holt es bestimmt wieder. Es hau auch nicht fest zu. Ach du Scheiße, ich werde sterben. Ja, okay, mach, komm. Es ist wirklich umgefallen. Alter. Rufst du einen Mediziner? Ich hab ihn aber gewarnt. Und er hat gesagt, ich darf. Oh Gott. Wie kann man nur so sein? Hallo, ich bin der Philipp. Und zwar mein Kollege, der liegt hier bewusstlos am Kürbisfeld. Ich hab so ein Dispatch rausgesägt. Supi, danke schön. Ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß es auch nicht. Ich hab ihn gewarnt. Sex, schau mal, der ist müde. Sex. Ja, wo du recht hast du recht, Alvi. Sex. Kürbiskopf. Hallo. Was macht Ahmed? Hallo. Denn da?
Ich weiß nicht, ich hab die ganze Zeit geredet, oder aber irgendwie. Einer einer. War seine weißt Stimmbänder. Du, weißt ne? du, warum der da liegt? Ja, du hast ihm bestimmt eine Stahlschulter gegeben. Ihm, nee, ich hab ihm doch gesagt, er soll nicht so fress sein. Er ja. ist ganz dünnes Eis, sonst hau es irgendwann zu, ne? Ja, ja. Da hat er mich wieder und Isabel geärgert, da bin ich hinterher gerannt, hab dem wirklich so voll auf den Hinterkopf geschlagen, ne? Und dann hat Isabel gesagt, so, jetzt darf ich es aufschlagen, ne? Dann hat er gesagt, ja, aber da bin ich tot. Dann sagt Isabel, ja, aber jetzt darf ich es einmal schlagen. Dann hat Ahmed gesagt, ja, okay, dann mach doch. Dann hat Isabel geschlagen, seitdem liegt er hier. Ich hab ihm aber gesagt, wenn er noch einmal sagt, dass der Philipp mein Bruder ist, dass ich ihn dann hau. Ach so. Und jetzt hab ich ihn gehauen. Der arme Ahmed, der träumt jetzt von Essex. Aber blasen muss man immer, oder was? Hä? Da ist er ja. Bido, Bido. Der Mann, der da liegt, das ist der Ahmed. Genau. Wie der an den Platz, wo er an den Kopf gekommen ist, weiß es nicht. Also, ganz ehrlich? Ja. Ja, sorry, ich bin. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, er hat gleich schon gehört. Mal zur Seite. Der baut auch nur Scheiße. Weg. Also das ich glaube eher, der hat ja, wieder zu viel von den von den Kürbiskernen gefuttert. Es glaub auch. Kommt dem nicht. Es glaub auch. Mann. Soll ich schon mal kneifen? Ja. Genau, so sieht's aus. Aber und ganz fest, ja, am besten in die Eier. Das nee, da greifen, nein, da greifen. Für David, ich kann doch keinem in die Eier rein, hallo? Oder eine Socke im Mund stecken. Könnt ihr mal rasieren da unten? Ja. Ich bin hart schwer. Oh mein Gott, was sieht das aus hier? Ein Schluck Whisky hilft ihm auch immer. Ne, hab ich ja. keinen dabei. Ah, schade. Ja, ich hätte noch so eine andere 50, Idee. Wer ich ist hätte noch denn? Eine andere Idee. Eine Socke. Eine Watt? Nee. Ich könnte mir so einen kleinen Schock verpassen. Ja. Ja. Ach so. Ja. Das wäre auch gut, ja. Ja? Warte mal, so. An die linke Brust war so ein Clip dran, keine an die Ahnung, rechte Brust war so ein Clip dran. Das tut doch weh. Ja, das soll ja auch egal. Weh tun, das soll ja wach werden. Und dann ist so. Das Licht aus. Achtung. Und. Aua. Aua. Alles gut, Achtung. Schönen guten Tag, die Medikleidstelle, hallo. Aua, was haben Sie gemacht mit mir? Hallo, guten ja. Tag. Eieiei. Schicke schnell da hinten, ja? Ja, tschüss. Warum? So, Leitstelle für die 11, 11 für die Leitstelle. Was denn jetzt? Ja, übernehmen Sie aber den Dispatch bitte in Los Santos. Uiuiui. Ja, machen Sie. Tschüss. So. Das sehr gerne. Der Herr, gehen Sie mal den Nippelpizza wieder her hier. 1 und 2. Dankeschön. So, mein mein so. Gott, warum machen Sie sowas? Das ist nicht schön. Nicht vor allem diese hallo. Leute oder so, weißt du? Der muss dann. Ja, ich muss doch irgendwie. Soll ich sie vielleicht. Ich hätte ja auch die Niere. Moment. Kann ich nochmal dich kurz ausnocken? Ich brauche doch deine Niere. Nein. Warum nicht? Nein, bleib mal hier. Ich brauche noch den Niere. Hallo. Nein, weg hier. Bleib mal hier bei mir. Komm, wir gehen hier kurz um die Ecke. Und okay. Dann gibt es kurz ein Hallo. Bleib hier. Ich stehe die ganze Zeit gerade. Hallo. Ja, also nochmal. Ich brauche deine Niere. Nein, du brauchst gibst nicht meine Niere. Gibst du die freiwillig oder soll ich mal so holen einfach? Egal. Ja, okay, wenn du mir gibst 28.000, dann ich gebe dir meine Niere. Ich mal fragen. 28? Ich gebe ich dann direkt 28.000. Sicherheitsleute. Wie? Du, echt? Du gibst mir direkt 28.000? Ja, danke schön. Ja, sicher, wenn ich Niere bekomme, wenn ich beide bekomme, kriege ich nein. Sogar 40.000. Nein, eine kann ich dir leider nur geben. Tut mir leid. Hier, bitteschön. Nee, ich bin die richtige. Ach so. Ah, ja, gut. Letzte eine Papierattrappe hier, komm. Wir gehen mal um die Ecke, ich schneide mir die raus hier. Ja, okay, aber du musst erst überweisen und danach, weißt du. Nee, erst mal so gucken, ob die noch ganz ist hier und alles in Ordnung. Du weißt doch kein Geld, wo ich nichts gesehen habe vorher, hallo? Der trinkt über den hier. Ist bestimmt schon ja, das stimmt eigentlich auch. Ja, das ja okay. Ich wahrscheinlich ja, auch, komm ne? Mit dann, komm. So, wir schneiden die mal raus. So, bitteschön. Warte, ich, so. Soll ich mich hinlegen, oder? Nee, gib mir mal deine Karte. Hast du eine Visitenkarte? Ja, einen Moment. Lass doch rüber, das Ding. Warte, was war. So, wie ist denn kalt, Digga? Ja, bitteschön. Ja. Ja. So, warte mal, ich mach das mal gleich mit dem Telefon hier. Ba, da bist du. Mhm. Dann machen wir mal die Niere hinten dran, ne? Ja, Niere, genau. Niere. So.
Abspeichern. Abgespeichert am Telefon. Ja. Pass auf. Ja. Sobald, wie das hier ins Laufen geht, ja, dass wir die Nieren, dass wir die Materialien bekommen. Wir brauchen noch ein bisschen, paar Operationstische und sterile Sachen noch. Ja. Wenn das geht, dann rufe ich dich an, dann treffen wir uns, dann holen wir die Niere raus, dann kriegst du 30.000. Okay. Ja, und dann machen wir das. Ja, ich bin dabei. Alles klar, Nummer habe ich, ich melde mich bei dir. Ja gut, dankeschön. Gut, schönen Tag noch. Tschüss.